Ich heul gleich vor Lachen, Alter. Hallo Leute, heute ist wieder mein Bruder dabei. Hallo. Und wir hatten ja die Geschwister-Challenge gedreht und ich habe leider verloren. Natürlich. Und deswegen ist jetzt meine Bestrafung, dass mein Bruder mich schminken darf. Er hat schon gesagt, er will es ein bisschen auffälliger machen. Ja, also mein Ziel ist natürlich auch, ja. Muss ich auch sehen. Soll ein Weggehen schminken werden, quasi zum Feiern. Er will gut schminken. Ich habe noch nie geschminkt, aber ich werde es nicht bewusst versauen, sondern ich werde versuchen, mit den mir gegebenen Möglichkeiten und den ganzen Schmink-Utensilien, die mir zur Verfügung gestellt wurden, das Beste daraus zu machen. Und er hat keine Ahnung von Schminken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich weiß so ein paar Sachen. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, das muss er machen, zum Beispiel Eyeliner. Eyeliner ist Pflicht und Lippenstift ist auch Pflicht. Weil das sind zwei Sachen, die kann man so schön verkacken. Ja, und deswegen werde ich mich jetzt erstmal abschminken. Sehr gut. So, die ungeschminkte Wahrheit, endlich mal. Komplett ungeschminkt. Keine Wimpern, keine Augenbrauen. Soll ich auch abschminken? Auf jeden Fall. Okay, gut. Dann sieht man deinen Pickel da oben. Fertig. Nein, da ist Schminke drauf. Ist bereit? Ja. Also eigentlich nicht, aber ja. Mir wurde hier was präsentiert. Das sind mal ganz kurz. Wunderschönen Brettchen. Aber er darf sich jederzeit noch irgendwas dazu holen, wenn irgendwas fehlt. Zum Beispiel da hinten sind da noch Lippenstifte drin. Ich darf mir noch alles holen. Und wir haben ausgemacht, sie darf mir nicht sagen, was wohin gehört. Deswegen, ich fange einfach mal an. So, liebe Lenas Lifestyle Community, ich zeige euch mal, wie man schminkt. Und los geht's. So, was haben wir denn hier? Ultra Smoky Eyeshadow Pen. Ultra Smoky, das ist zum Backend schon mal gut. Den lasse ich schon mal hier. Was fängt man an? Abgeschminkt ist er ja schon, also damit hätte ich mal angefangen. Du fängst morgens dann, bevor du dich schminkst, mit dem Abschminken sagen, an. Bitte nicht. Bitte abends abschminken, Leute. Ja, genau. mach das, was ich sage. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit so einer Base erstmal. Geht das so einfach so? Kann ich das einfach so machen? Einfach mal. Ist es gut? Ich sag nichts dazu. Ja, fangen wir an. Ist zu dick? Ach so, macht man das wirklich so auf die Hand? Ich weiß nicht, okay. Irgendwie sieht es nicht so gut aus, wie ich mir das gedacht habe jetzt. Was ist das denn? Machen wir es an die Augen? Kannst du dich nochmal abschminken? Irgendwie läuft das nicht so ganz. Ne, das macht auch nicht so den Effekt, was ich mir gedacht habe. Was hast du denn gedacht, was es macht? Weiß ich nicht. Zarte, perfektionierende Make-up-Base mit Highlighting-Effekt. Also meine Stirn glänzt an. Die Stirn glänzt. Ja, das wollte ich ja nicht. Komm, wir machen das nochmal weg. Ich darf wenigstens ein bisschen korrigieren, aber so auch. Okay, ich würde es in Zukunft auf die Augen machen vielleicht, wenn überhaupt. Nicht? Ich werde einfach weglassen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Dann fangen wir mit so Pudergedöns an. Ich glaube, das kann man als Grund schon mal drauf machen. Probier mal hier dieses Pudergedöns. Nehmen wir das dazu. Du bist so ein Arsch. Okay, warte. Ich nehme immer den Stift dafür. Ich schaff das nicht. Ach, komm, diesen Pinsel. Okay, das sieht irgendwie anders aus, als ich gedacht habe. Halt still! Mach weiter! Ich werde hier ein bisschen belächelt. Ich weiß nicht, ob das auch der richtige Pinsel ist. Keine Ahnung. Ich darf ja jetzt mit den Leuten reden, ne? Ja, red doch mal mit den Leuten. Also er hat gerade meinen Puderpinsel und pudert mich mit meinem Contouring Powder. Okay. Bitte, was ist denn was davon? Okay. Okay, ich habe gemerkt, Contouring, okay, ich habe eine Idee. Wir schminken mich nicht wieder ab. Doch, ich mach so ein bisschen, das ist sonst... Oh, jetzt habe ich so viel verraten, jetzt sage ich nichts mehr. Das ist voll gemein, Contouring Powder, so hieß das, okay. Soll ich mir so aus dem das ins ganze Gesicht schmieren? Dann nehme ich mal das hier, ach, das ist Blush, probieren wir es aus. Ah ja, okay, das macht den Backen eine schöne Farbe, aber ich wollte erst eine Basic drauf machen. Was ist das denn hier? Komm, das sieht benutzt aus, das benutze ich auch meins. Muss man den Puder sauber machen?
So. Ah, das ist ja ein Puder-Gedönszeug. Dann jetzt nimmt er den Hula-Bronzer. Nein, mach ruhig. Ich sag nur, wie das Produkt heißt. Achso, ah, das könnte sein. Bisschen braun ist jetzt im Gesicht. Dreh mal deinen Kopf so ein bisschen. Du lachst dich am Arsch, ja, ich merke das schon. Das ist natürlich wahrscheinlich auch irgendwas anderes. Gut, da wir jetzt eine ordentliche Base geschaffen haben. Was ist das denn hier? Das verteilt nochmal so ein bisschen. Ich probiere das mal aus. Das habe ich mal in so einem Video gesehen. Da ist ein bisschen viel Scheiße dran, aber. Das machen Frauen, habe ich gehört. Überall. Im Auge noch so ein bisschen. Vielleicht war das nur im Auge, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Okay, das ist dann dieses Konturgedöns. Die Frage, welcher Pinsel sieht denn hier nach Konturen aus? Nehmen wir nochmal den hier. Diesen Face Paint hier drauf. Das Gesicht anmalen. Ich mache was mit Konturen, ich will das. Soll ich das so machen? Genau, so soll es aussehen am Ende. Sorry. Dreh mal den Kopf. Ich denke mal, wenn man Konturen haben möchte, dann betont man irgendwie die Wangenknochen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die richtig betone. Wolltest du nicht ein gutes Make-up machen eigentlich? Hallo, ich gebe mir alle Mühe. Das hier noch deine Fans. Das ist sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Aber ich habe die Augen irgendwie vergessen. Die heißt, die Grundierung in den Augen. Braucht er was? Brauchst du aus der Grundierung bestimmt. Also mach die Augen mal zu. Ich glaube, das braucht man erst zum Verteilen dann noch so ein bisschen. Das ist mir zu stark hier. Zu krasse Konturen. Verteilen so ein bisschen. So, okay. Lidschatten. Da steht das Ultra drauf. Ultra Eyeshadows. Hm, gibt es ja verschiedene Farben. Da ist da noch mehr. Schmeiß die nicht runter, gell? Sind die teuer? Nee. Aber trotzdem. Torin habe ich dir nicht hingelegt. Jetzt bräuchte man dafür noch so einen. Komm, der Pinsel ist klein. Die Augen sind auch nicht so groß. Ich bin natürlich ein Fuchs, ne? Ich sehe ja, welche hier ein bisschen mehr benutzt sind. Oder zumindest so aussehen. Die Palette ist neu. Die Palette ist neu. Du Fuchs. Ich bin kein Fuchs, offensichtlich. Ich nur so ein bisschen. Ich probiere mal so ein bisschen aus, soll ja auch gut aussehen. Augen zu. Ich habe mich jetzt für so einen bronzefarbenen, kupferfarbenen Farbton entschieden. Einfach nur so. Augen zu. Ich mache auch echt nur den größten Bullshit oder was. Kannst einfach ja oder nein sagen, aber ist mir jetzt auch egal. Das Blöde ist, dass ich merke, was du machst, aber ich sehe mich nicht. Achso. Das ist natürlich ärgerlich. Komm, wir müssen das ein bisschen weiterziehen hier noch. So ein bisschen. So, dann machen wir nochmal die Augenbrauen. Da gibt es bestimmt einen Stift dafür. Da steht es auch bestimmt irgendwo drauf. Infallible, nein, das ist. Na, das sieht nicht so danach aus. Browliner, optimal. Aha. Können wir das noch irgendwie. Da kannst du es gar noch hinten aufmachen, oder? Nicht? Doch. Du musst ziehen. Okay, dann guck ich mal an. Oh Gott. Bisschen dick, ich weiß gar nicht. Oh nein. Lass mal eine gerade Linie ziehen. Oh fuck. Oh fuck. Warte. Also ich kann dir sagen, ich mache das mit dem auch jeden Tag und es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ah, du hast das Spiel verloren, Lena. Weißt du, wie sich das angefühlt hat? Wie? Wie wenn du auf der Tastatur dieses Minus, Minus, Minus hintereinander drückst. Ding, 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 ding. Ja. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Ein bisschen. Danke. Nein, nicht wegen, nicht deinetwegen, sondern weil ich da einmal daneben gezeichnet habe, zweimal hier. Du kannst mal gucken, vielleicht gibt es auf dem Tisch irgendwas, was das wieder besser machen könnte. Auf dem Tisch liegt ein Make-up-Corrector-Pen. Ich wusste schon, dass du den irgendwann brauchst heute. Yay! Make-up. Ach, den hatte ich vorhin sogar schon in der Hand. Wie damals in der Schule. Der Tintenkiller.
Der Tintenkiller fürs Gesicht. Der Tinten, komm, ich mach mich jetzt das Eingemachte. Ich mach erstmal künstliche Wimpern drauf, weil das kann man sich so nicht angucken. Jetzt hoffe ich, dass ich möchte nichts verkleben. Das wird mein Tod jetzt. Ich möchte echt nichts kaputt machen. Für welches Auge ist die denn? Die sind noch nicht mal Uni-Auge. Uni-Auge? Es gibt eine rechte Wimper und eine linke Wimper. Ja, die ist, das ist die fürs linke Auge, richtig? Ich sag nichts. Na, natürlich ist auch logisch, weil die Wimpern in der linken Seite länger sind, das heißt, die gehen nach innen, wie im Echt, sind die auch länger innen. Und nach. Mach die Augen zu. Klebe einfach mal. Naja, das ist doch logisch. Die Wimpern außen werden länger, also das ist das andere Auge. Ja, okay, also wenn ich das mal so hinhalte als Auge, dann müsste es dann so rum eher passen. Man möchte ja nach außen so. Also als Tipp dafür, dass du mir die Augen nicht zuklebst, mache ich dir den Kleber da drauf, okay? Ja, okay. Junge, was ein Act, ne? Was er alles machen kann. Ich hoffe, das war nicht der letzte Tag, wo ich Tageslicht sehe. Wie soll ich die Augen machen? Augen zu. Die Augen auf. Mach die Augen zu. Viel zu hoch leider. Ah, guck mal. So kann ich hier viel präziser nach unten kleben. Das ist ja ganz gut. Auge zu. Auge auf. Auge zu. Auge auf. Oh mein Gott. Auge zu. Auge auf. Geh doch nicht weiter auf. Oh Gott, ich bin hier. Ich schäme mich gerade schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen witzig auch. Ich heul gleich vor Lachen, Alter. Ich muss schon sagen, es ist viel schwieriger, als ich gedacht hätte. Gut, ich habe auch. Ja, ich guck jetzt mal ernst. Ja, es lief nicht so irgendwie. Oh mein Gott. Also mach mal ein Foto, das erkennen wir doch ähnlich. Ich kann mich gar nicht zusammenreißen. Ich erspeichere es mal ab. Okay. Aber die Augenbrauen, das ist. Wie kann ich das wieder fixen? Was denn? Die Augenbrauen hier. Ich dachte, die Augenbrauen hast du schon. Ja, das eine Auge ist halt zu. Also die Wimpern. Weißt du? Augenbrauen. Ja, die Wimpern meine ich. Ah. Zusammengeklebt, versehentlich. Ja. Oh nein. Das ist keine Absicht. Ist nicht schlimm. Also, du. Das eine geht nicht mehr auf, das andere geht nicht mehr auf. Komm! Superliner. Auge zu. Ist das Liner? Perfect Slim. Nein, wir wollen ein bisschen hier Smoky Eyes haben. Hat den eben in der Hand. Ja, richtig. Geht's mit deinen Augen? Aha. Wo ist der denn jetzt? Den dicken oder was? Oder den dünnen schwarzen Infallible. Du meinst, weil da Infallible draufsteht, dass der gut wird, ne? Ja. Nicht ganz. Komm, ich fang mal weg. Ich fang mal dünn an, weil dicker kann man immer werden. Nein. Dann mal ganz in der Mitte an dem Auge, ne? Ich sag nix. Und da bin ich direkt hochgerutscht. Warte mal zu, komm, ich korrigiere am Ende. Auge auf. Oh Gott! Ah. Ich weiß gar nicht, warum es scheiße aussieht, aber es sieht einfach witzig aus. Das ist natürlich auch ein super gerader Strich. Ach, ich mache mal andere Augen mal weiter. Ich muss einfach in einem Schwung durchziehen. Treffe nicht mal richtig. Auch richtig so. Ups. Soll ich aufmachen? Nee, lass mal ruhig zu. Wo ist denn der Reparaturstift schon wieder? Okay, Lippenstift. Hervorragend. Man fängt man am besten an. Machen wir so? Nee, mach nicht so.
zu schwer, jemand anderes zu schminken. Sich selber zu schminken ist viel einfacher, glaube ich. Willst du dich mal schminken? Mhm, auf gar keinen Fall. Arm zu. War nicht irgendein Kommentar in dem letzten Video, ich soll dich mal schminken? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, das geht nicht. Okay, natürlich habe ich verschmiert. Naja, ein bisschen den Clown. Generell. Da ist auch ein bisschen viel Make-up drauf, wie ich finde. Wir haben gar kein Make-up drauf, falls es dir nicht Mach mal das sonst einfach so drauf? Scheinbar, ne? Komm, ich probier's mal aus. Mit der Hand? Mach ich mal. Mach mal mit der Hand. Sieht das nach dem Kinn aus? Oh ja, das war ein Fehler. Ah ja, okay, vielleicht wäre das eine gute Grundierung gewesen. So ein Make-up als Grund. Und dann alles andere drüber. Egal, ich mach's mal andersrum jetzt. Vielleicht ist dann noch die Hautfarbe ein bisschen normaler. Ich meine, ich sehe ja schon, ich habe jetzt einen kleinen Kanarienvogel produziert. Ich hätte es am Anfang machen sollen. Dreh dich zu mir. Das hätte man noch besser anders verteilt wahrscheinlich. Ich sag nur depp, 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 depp. Ja, ah ja, komm, machen wir es mal. Ja, die Augen habe ich schon bösartig verkackt. Aber das eine geht immer nicht ganz auf. Ja, das ist natürlich ein krasser Fehler mit dem Auge. ja, der Bischof ist auch nicht ganz gerade, immer noch nicht hier. Ich hätte mit dem scheiß Make-up anfangen sollen. Wäre das richtig gewesen? Ja. Ah, fuck. Verdammt. Mist. Die Backen noch so ein bisschen schön zu den Lippen passen, ne? Bisschen Heidi. Heidi Ho. Ja, ich würde jetzt die Augen natürlich gerne nochmal korrigieren. Geht das nochmal? Kann man das irgendwie korrigieren? Was denn? Die Augen? Wimpern? Oder was? Ja. Ja, du kannst sie nochmal abmachen, nochmal neu kleben. Ja, aber das wird dann auch nicht besser. Okay, wie kann ich jetzt diesen Lidstrich korrigieren? Du kannst ihn theoretisch nochmal wegmachen, neu machen, aber ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Natürlich nicht. Gut, ich bin fertig. Ja? Darf ich, ich gucke mich jetzt mal an im Spiegel, ja? Ja, schau dir mal im Spiegel an. Ich habe ein bisschen Angst. Du lachst dich kaputt. Willst du so mit mir rausgehen? Auf gar keinen Fall. What the fuck? Naja, man muss abgesehen von den Augen, ist es gar nicht so schlecht geworden. Es ist nur brutal fleckig. Ja, ich sag jetzt. Du musst ja meinen Pickel übelst betonen, ne? Ich sag ja diese eine Seite hier, ich habe nur die eine Seite gut gesehen. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich am schlimmsten finde. Sag doch mal deinen Leuten jetzt Tschüss. Erst brauchen wir noch eine Nahaufnahme. Eine Nahaufnahme? Ja, geht dann mal in die Kamera. Damit die das alles sehen. In der Gesamtzahl würde ich sagen, lass das nicht mehr mich machen. Dann wunderschön finde ich den bewusst wellig und eckigen Kanten, sogenannte Edgy Style. Finde ich den Eyeliner. Ja, was mir nicht so gelungen ist, erst muss ich ehrlich zugeben, meine Lippenstift, aber jetzt im Nachhinein, finde ich doch, kann ich mit meinem Werk durchaus zufrieden sein. Ihr könnt den Look jetzt bewerten und zwar gibt ihr zwei Schulnoten. Die eine Note ist, wie der Look im Endeffekt aussieht und die andere Note ist, wie er sich bemüht hat. Also Note von 1 bis 6, wie in der Schule. Schreibt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine Schwester zu verhunzen. Ich meine, sie selbst meistens kann sie das selber besser. Wobei, als sie so 12, 13 war, na gut, egal. Nein, selbst damals. So schlimm sah es nie aus. Das stimmt, das stimmt. Hat es immer besser gemacht. Immer. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Lena, du darfst auch. Ich dachte, du wolltest jetzt das Ganze. Nö, du darfst den Rest machen. Okay, ja, ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Ich gucke, dass ich jetzt mein Auge wieder ganz aufkriege, weil, ja. Aber ich habe immer nur Videos gesehen, wo die dann Eyeliner und alles machen. Und Fake-Wimpern habe ich noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat. Also großes Lob an meinen Bruder, die sind auf jeden Fall richtig rum. Ja, wenn man das nicht weiß, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Hier abonnieren, hier sind noch zwei Videos. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss! Ciao, ciao!